let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas time. Merry Christmas! Hallo, meine Lieben. Was geht ab, Team Harrison? Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sitzen am Flughafen. Ja, und Augenringe on point. Sieht man das? Richtig krass. Tommy hat mich heute Morgen mal wecken müssen. Mein Wecker hat es nicht geschafft. Wir sind um 6.30 Uhr aufgestanden, denn wir haben, bevor wir fliegen, noch ein Meeting mit unserem Management, weil wir es anders nicht hinbekommen haben. Ja. Jetzt sitzen wir hier und warten erstmal kurz. Und ich habe das Gefühl, dass wir wieder mit viel mehr Sachen zurückfliegen. Schatz, ich glaube, wenn wir nach brauchen. Deutschland wieder fliegen, fliegen wir mit 10 Koffer wieder heim oder so, wenn wir alles mitnehmen müssen. Ne? Und du erkundest den Flughafen. Wohin läufst du? Ja. Hey. Wir sind jetzt am Frühstücken. Guten Appetit, Leute. Ein richtiges bayerisches Frühstück noch, bevor es zurück nach Amerika geht. Weil ich glaube, die bringen wir dort nicht. Wahrscheinlich nicht. Mia sagt auch nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Willst du auch Weißwürste essen? Ha? Hallo Maus. Schau mal, mit dem Flieger geht's jetzt gleich nach Los Angeles. Ja? Mach mal so bye bye. Es geht los. Das Abenteuer. Part 2, sagt man das so? Volume 2. Kann starten. Übrigens haben wir gerade noch günstig ein Upgrade gemacht. Das heißt, wir fliegen heute ausnahmsweise mal Business. Gell? Damit die Mia auch ein Bett hat. Und ja, ich bin mal gespannt. Ich zeig's euch gleich. Das ist unser Sitzplatz. Ja, also man hat hier auf jeden Fall schon ein bisschen mehr Komfort wie hinten, ne? Und Mia hat hier definitiv mehr Platz zum Spielen, gell? Und das Beste ist, dass wir hier, also genau, das Bleib wird ja nachher zugemacht, dass wir hier nachher das Babybett drauf machen können, dann kann die kleine Maus schlafen. Also hoffentlich schläfst du. Mit dir rede ich, Mausi, ja? Tun wir nachher schlafen? Wir sitzen im Flieger und Mia hat dem Papa seine Kopfhörer geklaut. Und Mamas Sitzplatz. Wir haben hier nämlich eine Spielwiese aufgebaut. Man kann den Sitz hier komplett hier in Liegeposition bringen. Ja, das haben die Mädels jetzt gemacht. Ja. Yeah. Da läuft nämlich gerade Musik. Natürlich nicht laut, aber gefällt mir. Sie hört zum Beispiel gerade, hört sie Ascha. Oh. Oh. Hör mal. Das neue. Und. Die Kopfhörer sind aber doppelt so groß wie mein Kopf. Die haben wir übrigens neu gekauft. Ich finde die voll schön. Und Mama hat auch welche gekriegt. Ja. Ich habe mir die ausgesucht. Um ehrlich zu sein, hat Papa die falschen gekauft. Ja, eigentlich wollte ich die goldenen haben und er hat sie mir in Rosé gekauft und weiß. Die goldenen wären da drinnen nämlich mit beige, aber so sind sie auch cool, gell? Ja. Ja, ich konnte sie auch nicht mehr zurückbringen, weil Domi einfach den Karton direkt weggeschmissen hat. Der kann immer nie abwarten, das muss man alles gleich wegschmeißen. Das musst du dir angewöhnen, Schatz, dass du immer erst wartest. Sorry. Kekse haben wir auch bekommen. Oh, Weihnachtskekse. Das sind meine allerersten Weihnachtskekse, die ich dieses Jahr essen werde. Und dann kommen meine eigenen. Du sagst seit 4 Jahren, sagst du, dass du backst. Das hast du noch nicht einmal gemacht. Schade. Lass mich nicht so blöd dastehen. Oh!
Was macht ihr zwei? Schaut mal, was ich mir mit in den Flieger mitgenommen habe. Einmal, zweimal, dreimal. Ja, ich habe mir Gesichtsmasken mitgenommen und ich glaube, das gönne ich mir jetzt. Drei Stück? Nee, ich glaube, ich tue die drauf. Und das ist ja für Augen, die sind übrigens richtig gut, die kann ich euch wirklich empfehlen. Ich kriege im Flieger immer so krass trockene Haut, dass ich solche Sachen, solche Produkte immer voll gerne mitnehme. Was hat die mal meinem Gesicht? Nein! 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 Wie viele Stunden fliegen wir noch? 4 Stunden Flug haben wir jetzt, glaube ich, noch vor uns. Und es ist eigentlich richtig entspannt, gell? Ja. Die beiden drehen hier komplett durch und spielen Fangen und Verstecken. Sie macht einfach den ganzen Flieger unsicher. Hoppla. Wo ist die Mama? Hey, say hi. Ja. Bravo! Die Bespaßung geht weiter. Die Flüge werden immer interessanter, gell? Hallo? Hallo? Is it me what you're looking for? I can see it in your eyes. I can see it in your smile. Schatz! Übrigens sieht die Aussicht wieder wunderschön aus. Richtig schön. Hallo! Oh. Da schluckt man sich an der eigenen Spucke. Sarah zieht immer das gleiche Gesicht für Villa. Das ist auch kein Spaß. Meine Flugangst raus. Immer nur bei der Nato. Und nur wenn er durch die Wolken fliegen. Macht das mit solche komische Bewegungen. Ja, wir sind jetzt in wenigen Sekunden. Schaut das Geräusch mal nicht. Sie kommt gar nicht klar. Und die auch nicht. Und ja, der Flug war eigentlich relativ entspannt. Ne? Mir war diesmal mega brav, aber die wurde wie immer auch für Spaß. Habt ihr ja gesehen, wir haben Fang gespielt. Unter anderem. Aber es wird immer aktiver und immer wilder, der Flug, ey. Also wirklich. Aber sie war wirklich sehr, sehr brav. Hat nicht einmal geweint. Okay? We are back in Los Angeles. Ja, das Abenteuer kann weitergehen. Also jetzt noch nicht direkt, weil wir warten auf unseren Koffer. Und dann müssen wir das Auto holen und dann geht's zurück ins Apartment. Und dann beginnt das neue Abenteuer. Ja, ich bin mal gespannt, weil was haben wir genau das gleiche Auto wie letztes Mal? Nee, aber die gleiche Größe, aber bestimmt ein anderer. LA ist gar nicht mehr so warm. Nee. Heute regnet es mal zur Abwechslung, aber wir sind jetzt bei der Autovermietungsstelle angekommen und holen unser Auto ab. Die Mädels schlafen schon, wie ihr seht.
Und da kommt unser neues Auto. Aber das gleiche Auto, gell? Oh. Ein riesen Auto einfach. Aber ich habe mich schon voll dran gewöhnt, Schatz. Ja, mit dem fahren wir jetzt nach Hause und der wird uns die nächsten Monate begleiten. Wir sind im Apartment angekommen und die Mädels liegen schon im Bett. Ich höre sie noch kichern, also ich weiß, die schlafen noch nicht. Mach wieder nur Schmerz. Schau mal, da kommt sie schon mal. Was macht die eigentlich schon wieder? Sie ist voll übermüdet. Sie hat einfach so gelacht am Ende. Ja, wir gehen jetzt definitiv schlafen, aber melden uns morgen früh nochmal. Genau. Also eigentlich gleich. Bis gleich. Und dann grüßen wir auch noch jemanden. Ja. Die heutigen Grüße gehen raus an Lisa Simons. Hallo Lisa. Ganz liebe Grüße von uns an dich. Wenn du auch gegrüßt werden möchtest, ganz einfach und wichtig, Kanal abonnieren und unten kommentieren mit Hashtag Team Harrison. Und wir sagen guten Morgen aus Los Angeles. Es ist jetzt 5 oder 6 Uhr? 6.14 Uhr. Und wir sind gestern um 19 Uhr. Ja, also eigentlich richtig gut. Also wir haben jetzt dadurch, dass wir so lange geschlafen haben. Den ganzen Tag vorhin. Ziemlich den Jetlag überstanden. Hat jemand seine Spielsachen entdeckt? Vorsicht, mein Schatz! Willkommen! Was willst du uns zeigen? Ja? Deine ganzen Spielsachen, die du in L.A. hast? Den müssen wir noch auspacken muss. Was haben wir denn da drin? Ja, ein Babyfon und ein bisschen Toffifee. Tommys Papa liebt Toffifee. Das kennt er noch voll aus Deutschland, deswegen haben wir ihm da ein bisschen was mitgebracht. Das kriegt er von uns noch zusätzlich zu seinem Geschenk dann zu Weihnachten. Wir kommen irgendwie nicht wirklich voran. Irgendwie sind wir noch alle so ziemlich am Arsch. Wir warten auch nur darauf, dass 8 Uhr ist, damit wir unten in den Supermarkt gehen können und uns was zum Frühstücken holen können, weil wir einfach Hunger haben. Und der Kühlschrank, ich muss ihn euch mal zeigen. Was geht ab? Das geht ab. Hier, nichts geht ab. Nichts geht ab! Der ist einfach so leer. Wir können ja ein bisschen Käse mit Käse essen. Genau. Und dazu ein bisschen Ketchup drauf. Das war's dann auch schon. Wir haben nicht mal Milch oder so, dass wir da oben die Cornflakes essen können. Übrigens freue ich mich schon wieder, die Cornflakes. Das sind nämlich meine Lieblings-Cornflakes in Amerika. Jetzt auf einmal? Ja. Erzähle ich mal eine kurze Geschichte. Und zwar gibt es in München einen Laden, der diese Cornflakes unter anderem importiert. Da kostet ja, aber eine Schachtel, genau. Ungelogen, ich glaube 12 Dollar, Euro. 12 Euro für eine Schachtel in München in dem Laden, dann schmeckt sie mir tatsächlich das ist schon nicht. Ein aber da habe ich die das erste Mal gekauft, wo ich, seitdem wir eins sind. Und Sarah hat sie probiert und die haben ihr nicht geschmeckt und jetzt liebt sie sie. Also wenn ihr mal in Amerika sein sollt, ist das das Erste, was ihr tun solltet. Lucky Charms kaufen. Lucky Charms. Und die ganze Packung essen. Ich war jetzt kurz einkaufen und musste zweimal laufen, denn als ich an der Kasse stand, habe ich gemerkt, dass ich meinen Geldbeutel vergessen habe. Yay! Ja, es ist ein sehr, sehr kleiner Einkauf, aber das Nötigste zum Frühstücken ist da. Mia schläft. Frauchen ist gerade am PC. Es regnet immer noch. Aber ab morgen hat es wieder 20 Grad und deswegen freuen wir uns. Wo
Aber im Gegensatz zu dir, Schatz, habe ich Fingernägel, die zwar echt scheiße aussehen und ich muss unbedingt in die Nagelstudie, aber ich habe welche. Ja, bei uns gibt es einfach nur Bagels und da noch Salami und Tomaten und Gurken. Ja, und Mia kriegt ein bisschen Banane noch. Ja. Ich versuche jetzt immer langsam in die Puschen zu kommen und meine Haare zu machen und mein Make-up zu machen, denn ich muss unbedingt ins Nagelstudio und bei dem Wetter bleibt uns gar keine andere Möglichkeit als Christmas-Shopping. Weil unsere Wohnung sieht einfach noch so leer aus. Aber ich würde sagen, dazu drehen wir ein komplett neues Video, weil das wird eh wieder eskalieren und das werdet ihr dann morgen sehen. Und jetzt ist auf jeden Fall erstmal angesagt, ihr wisst, was ich meine. Wir hoffen, dass euch dieses Video gefallen hat. Lasst auf jeden Fall ein Like da, ein Kommentar und ein Abonnement. Und dann sehen wir uns schon morgen wieder. Das Abenteuer geht weiter.